Kopfkino bei Hör mal zu. Danke für dein Like. Hallo, hier spricht Hör mal zu. Der Retro-Krimi. Mann sich auf dem Stadtbummel heute Nachmittag gut amüsiert? Haben Sie bemerkt, wie das Licht schwächer wird und dann wieder hell? Nein, eigentlich nicht. Nicht jetzt, aber gestern Nacht in unserem Zimmer, kurz bevor der Spiegel zersprang. Es wurde plötzlich eiskalt und dann gingen die Lampen fast aus. Ja, Mrs. Hope, daran sieht man, dass Sie nicht an Gas gewöhnt sind. Diese Lichtschwankungen sind normal. Wir waren bei den ersten in Manchester, die elektrisches Licht hatten. In Manchester, Edmund. Unser kleines Haus. Oh, unser kleines Nest. Ein Umzug bedeutet auch immer einen Abschied. Das steht leider auch dir bevor, meine Liebe, wenn wir verheiratet sind. Wir sind schon froh, dass wir hier auf dem Land überhaupt Gas haben. Das ist recht ungewöhnlich. Meine verstorbene Tante hatte sich damals viel kosten lassen. Hätte auf Elektrizität warten sollen. Ja, Mr. Hope, hätte meine Tante das getan, müssten wir jetzt bei Kerzenlicht essen. Es ist nichts. Bleiben Sie sitzen, bitte. Das Fenster war wieder nicht ordentlich. Ich hatte den Gärtner gebeten, danach zu sehen, aber er ist so gut wie taub. Du lieber Himmel, das hörte sich an, als wäre was umgefallen. Lass mich lieber vorgehen, Monika. Nur für den Fall... Für welchen Fall? Hier ist nichts, was man nicht vernünftig erklären kann. Oh, was zum Teufel ist mit den Sachen passiert? Alle in Fetzen gerissen, Edmund. Das ist ein Zeichen. Man will uns ermorden. Das reicht jetzt. Es reicht. Ich reise ab. Ich werde nicht noch eine Nacht in diesem Haus bleiben. Hier spukt es ja. Nicht anfassen. Es ist aus Glas, Tommy. Wir möchten doch kein Blut am Weihnachtsbaum, oder? Warum nicht? Wäre vielleicht ganz passend für eine Detektivagentur. Blanz, blutiges Büro. Oh, Tommy. Oh, hab ich hinreißen lassen. Entschuldige bitte. So, jetzt darfst du es wegbringen. Unsere Klientin kann jeden Moment kommen. Und Albert ist noch nicht zurück. Okay. Oh, wie schade. Im Pfarrhaus früher habe ich Vater immer geholfen, die Dinger aufzuhängen. Es waren immer 12. Kopf hoch, es sind immer noch 11 übrig. 9. Oh, du? Nein, Albert. Er hat darauf bestanden, mir zu helfen. Es läuft ein Valentino-Film im Rex-Filmtheater. Du weißt, welche Phase er gerade durchmacht. Tango-Tänzer. Weißt du, dass er Blut und Sand schon 5-mal gesehen hat? Er kam rein, nahm eine Kugel, drehte sich mit ungeheurem Schwung und ließ sie aus der Hand fliegen, als wäre es ein lebendiges Ding. La 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 la. Oh, hallo, Sir. Miss Tuppence. Ich habe Tee und ein paar Sandwiches. Truthahn und schmeckt fabelhaft. Ob ich da noch etwas wiedersehe? Bei den Preisen? Aber natürlich. 9 Pence, Senorita. Falls diese Valentino-Nummer bis Neujahr geplant ist, Albert, werde ich auswandern müssen. Verzeihung, Miss. Die Filme sind bloß so wirklichkeitsnah. Viel farbiger als das Leben. Wirklich. Also, Albert, du arbeitest in einer der berühmtesten Detektivagenturen. Ich verstehe dich nicht, Albert. Wie kannst du nur so undankbar sein? Oh, so ist das nicht, Sir. Nein. Ich weiß schon, dass Sie ohne mich hier aufgeschmissen wären, Sir. Aber dann sehe ich Rudolf Valentino. Er greift sich Nita Naldi und rauscht weg in einem feurigen Tango. Wissen Sie, es ist so gewagt. Stimmt, Albert. Und nicht der Jahreszeit entsprechend. Du träumst von Sonne und Sand und dabei ist seit Wochen nur Schnee und Hagel unser Schicksal. In dieser Zeit haben Kobolde und Geister das Sagen. Jetzt sitzt man am Kamin und erzählt sich Gespenstergeschichten. Und man wagt einen Blick in die Zukunft. Im Pfarrhaus haben wir das oft gespielt. Du schreibst auf, wovon du glaubst, dass es passiert, versiegelst es und öffnest den Umschlag erst folgendes Weihnachten. Das verlangt aber eine Menge Geduld. Und was ist denn schon ein Jahr, Tommy? Das machen wir jetzt, Ma'am. Sie schreiben was auf und ich verstecke es bis nächstes Jahr. Nein, ich mache was Besseres. Ich sag was voraus, was sofort passiert. Mann! Ich war immer sehr gut in sowas. Also, ich sage voraus, dass die nächste Klientin, die uns besucht, eine Pfarrerstochter sein wird.
Wie konnten Sie das wissen? Ich habe von mir immer angenommen, dass ich ein vernünftiger, logisch denkender Mensch wäre. Die Vorkommnisse der letzten Wochen lassen nun aber nur den Schluss zu, dass in meinem Haus Gespenster umgehen. Sie haben Geister gesehen, Miss Dean? Nein, gesehen habe ich sie nicht, nur gehört. Ein furchtbares Krachen. Dinge gehen geheimnisvoll zu Bruch, Bilder fallen herunter und dann das Licht, die Lampen flackern dauernd. Ein Poltergeist. Wie bitte? So werden sie genannt. Eine Art Kobolde und böser Geister, die Streiche spielen. Oh. Wenn's Ihnen recht ist, Miss Dean, fangen wir vielleicht von vorn an. Das wird dann wohl ein Weilchen dauern. Aber gut. Mein Vater war Pfarrer von Little Hamsley in Suffolk. Es ist jetzt 3 Jahre her, dass er tot ist. Mutter und ich waren seitdem finanziell schlimm dran. Was ist denn? Komm rein. Ich glaube, Sie hatten eine Tasse Tee gewünscht, Sir. Ja, Albert, reich sie doch bitte, Miss Dean. Das ist dann alles. Sehr wohl, Sir. Tja. Bitte fahren Sie fort, Miss Dean. Gut, tja, also, erst verdiente ich als Gouvernante ein bisschen Geld. Aber bereits nach 2 Monaten wurde meine Mutter bettlägerig und ich musste mich um sie kümmern. Wir hatten eine kleine, aber viel zu teure Wohnung und wir waren ja praktisch mittellos. Und dann plötzlich, wie durch ein Wunder, wendete sich alles zum Guten. Ein Anwalt teilte uns mit, dass eine Tante meines Vaters gestorben war und mir alles hinterlassen hatte. Ich hatte oft von dieser Tante gehört, die sich vor vielen Jahren mit meinem Vater zerstritten hatte und wusste, dass sie sehr wohlhabend war. So schienen unsere Sorgen ein Ende zu haben. Aber die Dinge entwickelten sich nicht so, wie wir gehofft hatten. Sicher, ich erhielt das rote Haus, wo meine Tante gelebt hatte. Wir mussten, wie im Testament bestimmt, 2 Legate ausbezahlen. Tja, und dann blieb zum Leben nichts mehr übrig. Und das, obwohl Sie geglaubt hatten, Ihre Tante wäre reich? Das hatte ich geglaubt, Mr. Blunt, ja. Wahrscheinlich hat sie alles während des Krieges verloren. Wer weiß, vielleicht hat sie nur vom Kapital gelebt. Natürlich, wir hatten das schöne Haus. Oh. Tja, Miss Robinson scheint sehr mitgenommen zu sein von ihrer Geschichte. Was habe ich da gemacht? Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht könnte man noch eine Tasse aus Albert herausquetschen. Wir wissen doch, wie ergeben er Ihnen ist, Mr. Blunt. Oh, ja. Ja, ich versuche es jedenfalls. Sie entschuldigen mich einen Moment. Also, los jetzt, Miss Dean. Daraus damit. Ist es ein Mann? Oh, wie konnten Sie das wissen? Das passiert doch jedem. Ist auch mir passiert. So. Erzählen Sie mir von diesem Mann, Miss Dean. Wissen Sie, eigentlich gibt es da 2. Oh, das ist mir noch nicht passiert. Nun, ich vermute, einer ist reich und der andere ist arm. Und Sie mögen den Armen, ja? Woher wissen Sie das nur alles? Es gibt Naturgesetze. Da ist Norman, Mr. Partridge. Er war bei mir, als oben bei den Hofs der Kleiderschrank umfiel und alles zerfetzt wurde. Er ist nett, sehr wohlerzogen und sehr reich. Er meint es gut, da bin ich sicher. Und wenn ich ihn heirate, können wir alle unsere Sorgen vergessen. Es ist nur so, Sie lieben ihn nicht. Nein. Erzählen Sie mir von dem, den Sie lieben. Oh, Gerald, er ist ein Schatz. Er ist noch ärmer, als wir es sind, obwohl er ein guter Ingenieur ist. Wir sind mit seinem Auto hier. Alles selbst zusammengebastelt. Ich weiß nicht, wenn Sie da aus dem Fenster sehen, müssen Sie ihn, glaube ich, sehen, Miss. Also, Miss Dean, also, Sie müssten uns jetzt sagen, wieso Sie bei all den Vorkommnissen an mehr irdische Vorgänge glauben. Nun, es sind die Angebote, die ich für das Haus bekommen habe. Von Käufern, ja? Ja, schon bevor wir umzogen, erhielten wir ein schriftliches Angebot, überaus großzügig. Und dann, wir hatten eben den Umzug hinter uns. Ich war gerade dabei, den unteren Flur zu streichen. Wir waren inzwischen zu dem Schluss gekommen, dass die einzige Möglichkeit, das Haus zu halten, zahlende Gäste wären. Guten Tag, Miss. Ich komme zur Dame des Hauses. Würden Sie ihr bitte Bescheid sagen? Mein Name ist Smart. Percival Smart. Oh, Sie sind noch beim Anstreichen. Mr. Smart, ich bin die Eigentümerin des Hauses. Was kann ich für Sie tun? Ach, Sie sind Miss Dean, ja? Oh, ich hörte, dass das Haus im Verkauf steht und wäre vielleicht interessiert. Naja, ein ziemlich großer Kasten. Schwer zu beheizen, vermute ich.
Naja, macht nichts. Sie scheinen falsch informiert zu sein. Ich wäre bereit, ein äußerst großzügiges Angebot zu machen, das, wenn man es klug anlegen würde... Mr. Smart, dieses Haus ist nicht verkäuflich. Ich habe die Absicht, es als Pension zu führen. Meine ersten Gäste kommen bereits nächste Woche. Die Busbys waren durch eine Annonce auf uns gestoßen. Und die anderen beiden, ein jungvermähltes Paar, sie wollten sozusagen bei uns Flitterwochen machen, hatten über Freunde von uns gehört. Alle hatten sich früh zurückgezogen. Ich las Mutter wie üblich vor und versorgte sie für die Nacht. Ich ging eben mit ihrem Tablett in die Küche runter, als ich die Kirchenuhr 12 Uhr schlagen hörte. Ich hörte ein Geräusch aus dem Zimmer der Corkwells, als ich vorbeiging, aber nichts Außergewöhnliches. Ich war auf halber Treppe, als... Am nächsten Tag früh morgens reisten sie alle ab. Ich konnte ihnen kaum etwas berechnen und musste auch noch die Reparaturen bezahlen. Die Kleider der Gäste waren zerschnitten und das Bett war angesägt, sodass es zusammengebrochen war, als sich die junge Frau hineinlegte. Bei näherer Untersuchung zeigte es sich, dass man den Pfosten des Himmelbettes einfach durchgesägt hatte. Nachdem auf ähnliche Vorfälle hin noch dreimal alle Gäste geflüchtet waren, erhielt ich das dritte Angebot für das Haus. Ein Dr. O'Neill suchte mich auf. Er erzählte mir, er sei Mitglied der Gesellschaft für Parapsychologie und habe von den seltsamen Erscheinungen in unserem Haus gehört, an denen er natürlicherweise sehr interessiert sei. Er wolle das Haus kaufen, um so eine Reihe von Experimenten durchführen zu können. Ich war nach allem heilfroh, das Haus loszuwerden und sagte das auch. Da lächelte er mich breit an und ich merkte, wie mir das Blut in den Adern erstarrte. Was haben Sie gesehen? Seine Plombe. Eine Goldplombe. Ja und? Sie glauben jetzt vielleicht, ich hätte mir das alles nur eingebildet, aber... Was? Es war derselbe Mann. Welcher selbe Mann? Derselbe Mann, der es schon mal kaufen wollte. Mr. Smart. Ja, ich wusste plötzlich, dass auch er mich angelächelt hatte und mir dabei eine Goldplombe aufgefallen war. An genau derselben Stelle. Und dann sah ich mir seine Ohren an. Sie sahen aus wie die von Mr. Smart. Sie hatten fleischige, knorpelige Ohrläppchen, die angewachsen schienen. Tja, ich könnte schwören, dass ich mich nicht geirrt habe. Es war derselbe Mann. Dieser Crockett, den Sie erwähnten, Miss Dean, ist der Ihr Butler? Oh nein, das hätte ich Ihnen natürlich sagen sollen. Crockett ist eine Sie. Aha. Sie war schon seit über 8 Jahren bei meiner Tante. Eine Frau in mittleren Jahren, nicht immer besonders umgänglich, aber sehr fleißig. Sie neigt dazu, sich wichtig zu machen, weil ihre Schwester, wie sie sagt, eine tolle Partie gemacht hat. Crockett hat auch einen Neffen, der, wie sie immer sagt, ein echter Gentleman ist. Ja, bitte. Leider muss ich Sie stören, Sir. Ein Mr. Rush fragt nach Mrs. Dean. Das ist Gerald. Gerald? Gerald. Sie ist mit seinem Wagen da. Er hat ihn selbst gebaut. Ja, ich verstehe. Ich würde sagen, das ist im Moment alles, Miss Dean. Und seien Sie beruhigt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Blunts hervorragende Detektive gehen ans Werk. Danke, Mr. Blunt. Ich bin sehr erleichtert. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Ja? Wegen Ihres Honorars. Ich hatte mir gedacht... Oh nein, reines Erfolgshonorar. Das wird schon alles. Kommen Sie nur erstmal zur Ruhe. Wäre es nicht besser, wir hätten Miss Deans volle Adresse, Mr. Blunt? Oh, Verzeihung. Rotes Haus, Sturton in the Marsh. Und wann darf ich Sie erwarten? Wir kommen stets unerwartet, Miss Dean. Nur vergessen Sie nicht, Sie haben mich noch nie gesehen. Keinen von uns. Miss Dean hat kein Wort davon zu mir gesagt, dass wir Gäste haben über Weihnachten. Das müssen Sie nicht mir sagen, sondern Ihrem Arbeitgeber. Milady hat die Zimmer persönlich reserviert. Hier ist sie und hier wird sie, wie ich sie kenne, auch bleiben. Sie möchte es kaufen, wissen Sie? Das Haus hier? Ja, welches sonst? Hat sie denn nichts gehört von dem Poltergeist? Oh ja, das wird der Grund sein, dass sie so versessen drauf ist. Ein komischer Vogel. Ich muss los, um ihren Mann abzuholen, Mr. Beresford. Mr. Beresford? Haben Sie nicht gesagt, Sie wären Lady Grasmere? Ja, sicher. Sie glauben, so jemand gibt seinen Titel auf, bloß weil er heiratet? Aber die Mäuse hat er. Und nicht vergessen, für beide Earl Grey und viel heißes Wasser. Na, tummeln Sie sich!
Sag's mir nochmal, Tommy. Genauso, wie es dir der Bankdirektor erzählt hat. Er sagte mir, als der Krieg ausbrach, hat Monikas Tante ihr gesamtes Vermögen in Gold und Scheinen hierher gebracht. Also muss es hier irgendwo versteckt sein. Ja, und das muss jemand ahnen. Ja, damit wären die Kaufangebote erklärt. Du glaubst doch nicht, dass sie es unter der Matratze im Gästezimmer versteckt hat. Natürlich nicht, Dummchen. Wonach suchst du dann? Ich möchte nur eine ruhige Nacht verbringen. Letztes Mal, als das Ding zusammenbrach, war es, wie Miss Dean sagt, angesägt worden. Ich möchte nur verhindern, dass auch wir in der Versenkung verschwinden. Weißt du, dass Himmelbetten immer eine bestimmte Wirkung auf mich haben, Tommy? Immer? Ich kann dir in einem Himmelbett keine gewöhnliche Nacht versprechen, Schatz. Wie wär's, wenn du deine abwegigen Gedanken auf unsere Schatzsuche konzentrieren würdest, Liebling? Also du bist eine Frau. Ach, eine Vernachlässigte. Ach, Unsinn. Wie dem auch sei, du weißt vermutlich, wo eine alte Dame etwas verstecken würde. An derselben Stelle wie eine junge Dame. Tappens, jetzt ist es genug. Aber da wir schon von Damen reden, wie kommt es, dass ich ein einfacher Mister bleiben muss, während du einen Titel annimmst? Och, ich wollte immer mal wissen, wie das gewesen wäre, wäre ich Lord Grahams Frau geworden. Da hättest du dich mit mehr abfinden müssen, als nur mit einem Titel. Auch mit weniger, wenn ich recht informiert bin. Du kannst sehr grausam sein. Aha. Die Pfarrerstochter bricht bald wieder durch. Wahrscheinlich kriegt sie den nächsten Schock, wenn sie sieht, wer gerade ankommt. Sie ist 25. Sie wird schon damit fertig. Sieh an, das ist Gerald. Ist er nicht zum Anbeißen? Sie sind verlobt, sagst du? Noch nicht, lieber. Das ist unsere Aufgabe. Verstehe. Tommy, wir müssen ihnen helfen. Wir wollen es versuchen. Wir müssen uns beeilen. Wenn Crockett und ihr heißgeliebter Neffe das Haus in Händen haben, werden sie es auf den Kopf stellen, um zu finden, was sie suchen. Ah, wie schön. Es gibt Tee. Ich kann mir bloß nicht vorstellen, wie eine alte Dame im Garten Löcher gräbt. Oder vielleicht Dielenbretter höchstpersönlich rausreißt. Andererseits wird sie keinem so getraut haben, um sich von ihm helfen zu lassen. Tommy, es muss einen Hinweis auf den Besitz geben. Komm jetzt, altes Mädchen. Wir wollen Monika überraschen. Ich bin gespannt auf die Wirkung. Im Augenblick, als ich ihr Haus betrat, Miss... Dean. Natürlich, Miss Dean. Hatte ich das Gefühl, endlich zur Ruhe gekommen zu sein. Obschon Ruhe wohl kaum das richtige Wort sein dürfte, jemanden zu beschreiben, der gesegnet ist. Vielleicht auch verflucht. Mit übernatürlichen Kräften. Oh. Crockett, lass den Tee da. Ich schenk den Rest ein. Glauben Sie mir, ich bin Ihre Treppe wie in Trance hinaufgestiegen. Und mir völlig unbewusst wurde ich zu diesem Zimmer hingezogen, das wir nun bewohnen werden. Und um mich herum fühle ich im Moment die Gegenwart eines unglücklichen Kindes. Mutwillig und boshaft, aber in Wirklichkeit voller Sehnsucht nach ewiger Ruhe. Alles, was recht ist, Tappens. Musstest du gleich so furchtbar auf den Putz hauen? Ich fand Ihre Vorstellung wunderbar. Aber wozu das Ganze? Um Sie zu verunsichern. Die Saat ist gesät. Aber Sie denken doch nicht im Ernst, dass Crockett... Haben Sie jemals den Neffen Ihres Dienstmädchens kennengelernt? Nein, wieso? Oh. 10-1 wette ich, dass er eine große Goldplombe in seinem Zahn hat. Und knorpelige, angewachsene Ohrläppchen. Oh. Also, Miss Dean... Sagen Sie doch, Monika. Gut, Monika. Können Sie mir sagen, was aus den Sachen Ihrer verstorbenen Tante geworden ist? Der Garderobe? Oh, da war gar nicht so viel. Das meiste bekam Crockett, den Rest ein paar bedürftige Familien. Alles, was nach etwas aussah, wurde sorgfältig aussortiert. Papiere? Sicher gab's doch Papiere. Oh ja, ihr Sekretär und die Kommode im Schlafzimmer quollen über davon. Aber es war nichts von Bedeutung dabei. Und ist weggeworfen worden, ja? Nein, bei meiner Mutter wird nichts weggeworfen. Schon gar nicht alte Papiere. Es waren auch einige alte Rezepte dabei, die sie irgendwann einmal studieren möchte. Sehr schön. Ist der Gärtner auch eine Hinterlassenschaft Ihrer Tante? Ist das der alte Frank Marbury? Ja, ein bedauernswerter Mann. Wir haben ihn einmal die Woche hier, um das Ganze ein wenig sauber zu halten. Zu mehr reicht es nicht. Er kam früher immer dreimal. Eine Bitte, Monika. Ob Sie so freundlich wären, alle alten Papiere Ihrer Tante für mich zusammenzusuchen? Inzwischen reden wir vielleicht ein paar Takte mit dem alten Marbury. Das ging bis da hinten, soweit Sie sehen können. Da waren junge Hähne überall und Truthähne. Vom sattesten Grün, das Sie je gesehen haben. Grüne Truthähne? Ja, der Buchsbaum war zu Figuren geschnitten. Ja, war meine Spezialität, Melody. Richtiger Künstler war ich im Heckenschneiden. Aber jetzt können die alten Hände höchstens noch mal ein Glas Bier halten. Wenn ich es mir leisten kann, Melody.
Die alte Dame konnte froh sein, dass Sie da waren, Mulberry. War sie auch. Aber kaum, dass sie unter der Erde war, haben sie den Besitz verkommen lassen. Einmal haben die vom sozialen Wohnungsbau sogar Feuer gelegt. Aber ich weiß genau, wer sie war. Aber ich meine, solange sie gelebt hat, war sie vermutlich total abhängig von ihnen. Naja. Alles, was hier im Garten geschah, all die kleinen Geheimnisse, haben sie mit ihr geteilt, nicht wahr? Schon möglich. All die ungewöhnlichen Dinge, die sie vergraben mussten für sie. Zum Beispiel die Kiste. Welche Kiste? Die Kiste. Sie wissen schon. Haben Sie vielen Dank, Sir. Überlegen wir mal. Sie fragen nach einer Kiste. Ja. Da werde ich Ihnen nicht helfen können. Warum nicht? Weil ich hier nie eine Kiste vergraben habe, Sir. Das wundert mich. Immer nur Kartoffeln, Frühlingszwiebeln, jede Menge davon. Aber eine Kiste war nie dabei, Sir. Die kommen nicht besonders gut, wissen Sie. Nanu, was haben Sie, Miss Dean? Ist irgendwas passiert? Partridge. Beresford. Meine Frau, Lady Grassman. Ich muss mich entschuldigen, das wäre meine Aufgabe gewesen. Mr. Partridge ist mein Finanzberater und ein guter Freund. Mr. Beresford und Lady Grassmere sind Hausgäste. Oh, ich wusste gar nicht, dass du belegt bist. Bleiben Sie über Weihnachten? Das würde ich sagen, steht in den Sternen, Mr. Partridge. Lady Grassmere studiert übersinnliche Phänomene, Norman. Du lieber Himmel, noch jemand. Du wirst bald Eintritt verlangen müssen, Monika. Wir zahlen selbstverständlich für unseren Aufenthalt hier das Übliche, Mr. Partridge. Was deine Entscheidung betrifft, ich komme morgen wieder vorbei. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist los? Was ist passiert? Norman sagte mir eben, dass die Bank in Erwägung zieht, unseren Kredit zu kündigen, weil das Kapital bis auf ein paar Pfund aufgebraucht ist. Bankrott, ja. Der Herr ist, wie ich annehme, die finanzielle Alternative zu Gerald. Ja, er ist ein verdammt guter Rechner. Und verdammt schnell bei der Hand, um meinem Mädchen zu sagen, wenn es nichts mehr zu rechnen gibt. Er hat mich wegen der Heirat bedrängt. Was bleibt mir schon übrig? Ich muss an Mutter denken. Es kommt ja auch Weihnachten. Nicht verzweifeln, Monika. Ich muss es haben. Tommy, wir müssen dieses Haus kaufen. Da haben Sie es. Das ist die Bestätigung. Sieht aus, als ob Sie einen Käufer gefunden hätten, Miss Dean. Sehr freundlich von Ihnen, Ihre Haushälterin mitzubringen. Also, Crockett, wie Sie wohl schon mitbekommen haben, beabsichtigen wir, das Rote Haus zu kaufen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich entschließen könnten, das Haus auch für uns zu führen. Danke, Sir. Wenn ich darf, möchte ich mir das noch überlegen. Gewiss doch. War das alles, Ma'am? Ja, danke, Crockett. Ich räume das Teegeschirr ab. Tun Sie das. Wenn Sie also so freundlich wären, den anderen Interessenten dahingehend zu informieren, dass Sie das Geschäft mit uns abschließen, Miss Dean. Aber ich... Verzeihung, ich weiß nicht, was der Mann geboten hat. Wahrscheinlich schon einen guten Preis. Auf jeden Fall bieten die Ihnen 500 Pfund mehr. Ich meine... Mein Gott, was sprechen wir denn hier über Geld? Wo es doch hier um rein spirituelle Erfahrungen geht. Die Kräfte um uns herum zwingen mich einfach, jeden nur erschwinglichen Preis zu bezahlen. Komm wieder zu dir, Liebling. Die Luft ist wirklich, rein. Mr. Beresford, Sie werden nie ein Gespür für das Übersinnliche kriegen. Ganz ehrlich, ich fing gerade an, es zu genießen. Ja, das schien so. Ich fand Sie beide ganz erstklassig. Aber warum wollten Sie Crockett hier haben? Nur um ganz sicher zu gehen, Miss Dean. Monika. Monika. Haben Sie bemerkt, wie sie geschnauft hat? Das beweist fast, dass sie ihr Poltergeist ist. Sie konnte gerade noch über die Hintertreppe entwischen, nachdem sie unsere Waschschüssel zertrümmert hatte. Aber das schwingende Licht in den Lampen, die plötzlich aufliegenden Fenster, der kalte Luftzug. Crockett war oft anwesend, wenn diese Dinge passierten. Ja, ich weiß noch nicht, wie es funktioniert hat. Aber wer dahinter steckt, weiß ich. Ist dir bis jetzt was Besonderes aufgefallen? Zwei alte Quittungen, drei unwichtige Briefe, der Hinweis, wie man neue Kartoffeln aufbewahrt und ein Rezept für Käsetorte. Oh. Ja, was ist? Ich habe Hunger. Du weißt, dass ich nicht denken kann mit leerem Magen. Oh, wir haben auch gar nichts zu Mittag gegessen, nicht wahr? Eben. Obwohl ich sagen muss, wenn ich an Alberts Fresskorb denke und die unheimliche Völlerei, bin ich doch meiner Linie zuliebe ganz. Und außerdem ist es ein weiterer Beweis. Ja, ja, ich weiß. Crockett's Schuld. Weil sie nicht mehr weiter Gespenst spielen darf, rächt sie sich mit ungenießbarem Essen. Wir könnten hier ausgehen. Nicht bevor das hier alles durchgearbeitet ist. Lies mir jetzt mal deines vor. Auch eine Quittung. Ein furchtbares Gedicht über den Frühling. Zweimal was aus der Zeitung. Warum Frauen Perlen kaufen. Als Kapitalanlage. Und Mann mit vier Frauen. Eine außergewöhnliche Geschichte. Und ein Rezept für Hasenfetter. Donnerwetter, vier Frauen.
Das habe ich beiseite gelegt, weil es mir besonders aufgefallen war. Ich glaube allerdings nicht, dass es was mit dem zu tun hat, wonach wir suchen. Lass mal sehen. Ach, das ist eins von den komischen Rätseln. Wie nennt man die gleich? Anagramm oder Kryptogramm, glaube ich. Vom ersten Wort die Hälfte bloß, das Ganze schütt in meinen Schoß. Das zweite trägt man an den Füßen. Auch nur zur Hälfte, musst du wissen. Reim dich oder ich fress dich. Jedenfalls nichts von Bedeutung für uns. Vor 15 Jahren waren diese Dinger unheimlich beliebt. Man saß vor dem Kamin und rätselte daran herum. Nicht das Gedicht war mir aufgefallen. Die Worte darunter hatten mich aufmerksam gemacht. Siehst du, da steht Lukas 11, Vers 9. Eine Bibelstelle. Das hatte ich mir fast gedacht. Findest du es nicht seltsam? Wie kommt eine alte, wahrscheinlich religiöse Dame dazu, unter einem Anagramm auf einen Bibeltext hinzuweisen? Das stimmt, das ist wirklich seltsam. Darf man annehmen, Liebling, dass du als Pfarrerstochter mit einer Bibel reist? Hm? Auch wenn du es nicht glaubst, ich tue das. Oh. Da bist du platt, was? Wollen wir doch gleich mal sehen. Lukas, 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 Lukas. Das zweite mein Schoß. 7, 8, 9. Das. Tommy! Tommy, sieh dir das an! Suchet und ihr werdet finden. Das ist es! Wir haben es! Oh, Tommy, ist das nicht wunderbar? Wir müssen nur das Kryptogramm lösen und der Schatz gehört uns. Ich meine Monika. Also, machen wir uns an dieses Kryptogramm, oder wie du es nennst. Also, vom ersten Wort die Hälfte bloß. Was könnte das heißen? Das ganze Schiff in meinen Schoß. Das ist das ganze Korbisch. In Wirklichkeit ist das ganz einfach. Da ist nur ein Dreh dabei. Ich gebe es mir mal. Vom ersten Wort die Hälfte bloß. Hälfte bloß, Hälfte bloß. Furchtbar einfach, wie du sagst. Spotte nicht. Ich gehöre eben der falschen Generation an. Das ist alles. Wir können es vielleicht morgen mit in die Stadt nehmen. Man müsste eine alte Mumie drauf ansetzen. Die löst sowas im Handumdrehen. Bringen wir es doch gleich zu Monikas Mutter. Oder vielleicht runter. Zu diesem alten Drachen Crockett. Die hätte das sicher in Nullkomma nichts raus. Komm. Wir versuchen es nochmal. Was kann das sein, wovon man nur die Hälfte nimmt, um dann was hineinzuschütten? Eine Pfanne oder ein Kessel? Vom Topf die Hälfte geht schon mal nicht. Es muss zweisilbig sein. Und in die übrige Silbe tut man was rein. Vergessen wir nicht, dass das Lösungswort da hineingetan werden soll. Ich nehme an, das Lösungswort besteht aus zwei oder drei Silben. Und die sind halbe Wörter. Büchse vielleicht? Oder doch Bratpfanne? Pfanne wäre nicht schlecht. Ich meine, da gibt es das Wort Pfannkuchen und die kann man wiederum wo reintun. Oder Karton. Davon die erste Silbe K. Damit gibt es viele Worte. Nein, nein, das ist zu weit hergeholt. Pfannkuchen. Pfannkuchen? Nein, ach, ich beiß mich da fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum uns der Gärtner gestern so irre geführt hat. Wieso? Das hat er doch gar nicht. Er hat dir nur nicht korrekt geantwortet. Was meinst du damit? Das ist doch oft so. Man antwortet nicht auf das, was man gefragt wird, sondern auf das, von dem man annimmt, dass es gemeint war. Er hat dir gesagt, dass er nichts Außergewöhnliches vergraben hat. Eben nur Kartoffeln. Na los, komm schon. Oh, Mr. Mulberry, guten Morgen. Welche Überraschung. Ich dachte, Sie kämen nur noch einmal die Woche. Ach, ich komme nur wegen meiner Kiste, Milady. Welche Kiste? Als wir Sie fragten, sagten Sie gestern... Nein, nein, wonach Sie gestern gefragt haben, damit hat das nichts zu tun. Mein Weihnachtspaket. Oh, selbstverständlich. Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie begleite. Kommen Sie nur mit. Ich will aber vorher noch nach meinem Gemüse sehen. Nichts kommt einem Weihnachtsessen gleich. Ja, ja. Manchmal wünschte ich nur, wir hätten verschiedene Gemüse und nicht immer nur diesen langweiligen Rosenkohl. Ja. Neue Kartoffeln zum Beispiel, das wäre doch köstlich zum Truthahn. Ja, schon, ja. Vergraben die Leute in der Gegend sie immer noch in Blechdosen und Kartons? Ich habe gehört, dass sie das frisch hält. Ja, ja, das wird immer noch gemacht. Die alte Miss Dean hat oft dreimal im Sommer welche vergraben. Und wie oft hat sie vergessen, sie wieder ausgraben zu lassen? Oh, Moment, in dem großen Beet im... Küchengarten, vermute ich. Nein, 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 Milady. Genau hier war es. An der Mauer. Oh. Mr. Mulberry?
Wiese. Er ist auf dem Wald. Wo soll ich denn da oben graben? Sie führt was im Schilde. Lass nur, wir kommen bestimmt schnell dahinter. Sie wird ja mit jemandem drüber reden. Tommy! 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 Ich weiß jetzt, wo die... Wenn Sie schreien, sind Sie ein toter Mann. Verdammt! Alle guten Dinge sind drei. Wenn sich nun jemand einen Jux mit uns gemacht hat? Den nehme ich mit. Nur wieder Kartoffeln. Du, warte mal. Da sind nur obendrauf Kartoffeln. Kappens, nicht rumschwenken damit. Der Knall von einem Kaliber 12, das hier losgeht, wird niemand dazu bringen, hierher zu rennen. Also, dürfte ich das Geld haben, bitte? Alle drei Bündel vor meine Füße. Und Sie fangen wieder an zu graben, Mr. Beresford. Graben Sie ein Loch, das groß genug für zwei ist. Na, Lady Grassmere? Sie haben die Perlen noch. Ich befreie Sie gern davon, wenn's recht ist. Gut gemacht, Albert. Tarzan, der Affenmensch. Douglas Fairbanks als der schwarze Pirat. Jedenfalls sehr gut. Jetzt geh und ruf die Polizei, ja? Tuppence, du nimmst das Geld. Ja. Oh. Tuppence, wenn du mich wirklich liebst, Schatz, beantwortest du mir eine Frage. Ach, ich hasse diese Fangfragen, aber gut. Woher wusstest du, dass Monika Dean eine Pfarrerstochter ist? Oh, sie hatte gekiebitzt. Sie bat um einen Termin und in dem Brief stand ihr Name. Und ein Mr. Dean war mal Vaters Vikar. Er hatte eine Tochter, die Monika hieß. Ich zählte zwei und zwei zusammen und hoffte das Beste. Du bist eine schamlose Person. Hörst du? Es schlägt Mitternacht. Fröhliche Weihnachten, Tuppence. Fröhliche Weihnachten, Tommy. Auch für Monika wird es ein frohes Fest und alles bloß, weil... Oh, Monika, fröhliche Weihnachten. Aber Sie sehen so... Geht's dem armen Gerald nicht gut? Doch, ja. Oh ja, danke. Der Polizeiarzt sagt, er müsse einen dicken Schädel haben, der ihn gerettet hat. Ihr tapferer Albert ist so nett, ihn nach Hause zu fahren. Er ist bloß ein bisschen benommen, das ist alles. Aber das bin ich auch. Was ist passiert? Nun, wir sind verlobt. Oh, Monika, das ist ja wundervoll. Meine Glückwünsche. Ja, meine auch. Augenblick, ich glaube, ich habe genau das Richtige, um das zu feiern. Da war was in Ihrem Keller, Monika. Der gute alte Gerald. Bekommt einen solchen Schlag auf den Kopf und macht gleich danach einen Heiratsantrag. Das nenne ich Stehvermögen. Na, was ist, Monika? Heraus damit. Ach, Sie merken aber auch immer alles. Wissen Sie, es ist nämlich so, ich meine, den Heiratsantrag hat nicht Gerald gemacht. Sondern wer? Ich habe plötzlich befürchtet, wenn Gerald erfährt, wie vermögend ich jetzt bin, dass er... Dass ihn das vergaulen könnte. Er ist furchtbar stolz, wissen Sie, eben ein richtiger Mann. Den Eindruck hatte ich auch. Naja, und da dachte ich, nimm das mal lieber selbst in die Hand. Und so haben Sie ihm einen Antrag gemacht. Ja, genau so war's. War das sehr schlimm von mir? Aber nein, Unsinn. Sehr vernünftig. Jeder, der weiß, was er will, soll es auch haben. So, ja, das meine ich auch.
So, das ist er. Und eiskalt dazu. Oh, Ihre Mutter klingelt, Monika. Fest steht, dass Crockett darauf ein paar Jahre nicht reagieren wird. Tja, dann will ich mal lieber gehen und nach ihr sehen. Aber die Neuigkeit hebe ich mir bis morgen auf, sonst macht sie kein Auge zu. Weißt du, ich bewundere dieses Mädchen. Kaum lässt die Anspannung nach, schon hat sie sich wieder in der Hand und verlobt sich. Einfach so. Bemerkenswert. Ja, ihr beide seid aus demselben Holz geschnitzt. Pfarrerstöchter. Ja, sie erinnert mich im Grunde in allem an dich. Unberechenbar, loyal, praktisch. Und immer schnell entschlossen. Und verdammt attraktiv.